Monsieur Coquelin! Was denn noch? Zu Ihrem Stück. Komödie, Tragödie? Tragödie. Komödie. Pöni TV. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönack mit Pöni TV. Unser Film in dieser Woche. Vorhang auf für Cyrano. Der Titel? Hercule? Oh. Savinia? Cyrano? Ein Poet mit einer großen Nase. Es ist das berühmteste französische Klassik-Bühnenstück überhaupt. Cyrano von Bergerac. Im Mittelpunkt dieser knollennasige, sensible, verliebte Poet. Uraufgeführt am 27. Dezember 1897 in Paris. Aber wie chaotisch ist das damals zugegangen um diese Premiere? Darüber hat der französische Autor und Regisseur Alexis Michalik erst ein Theaterstück verfasst und nur noch einen mitreißenden Kinospielfilm inszeniert. Dieses Stück wird sehr gut. Sie müssen es nur schreiben. Stichwort, ein Dichter mit Schreibblockade. Sein Name Edmond Rostand. Und die Zeit drängt, denn nicht nur seine Existenz ist bedroht, sondern auch die eines ganzen Theaters. Schnell, also ganz schnell, also innerhalb von 3 Wochen muss ein neues Stück her. Die Proben beginnen diese Woche. Das Stück existiert noch gar nicht. Molière hat Tartüffe nach Tagen geschrieben. Da fehlt es an Sex. Hä? Das wird ein Reinfall. Ihre Werf amüsiert. Dieser Schauspieler ist eine Zumutung. Er ist miserabel. Aber was soll ich denn machen? Von wem sprecht ihr? Was geschieht gerade? Motto, ich bin dann mal beinahe 2 Stunden weg. Weg von den Kinoalltäglichen Explosionen, Tricks, Zombies, von den Super-Superhelden. Tauche ein in eine lustvolle, farbenprächtige Welt des bunten Scheins und würzigen Seins. Werde mitgerissen von besessenen, verrückten, schrägen, tollkühnen Künstlern, von poetischen Klimmzügen, von mitreißendem, übermütigem, fantastischem Lebensschwung. Tja, Freunde, das riecht förmlich nach Erfolg. Ich warne Sie, Sie Wicht. Glauben Sie wirklich, dass ich vor Ihnen... Dusche? Kusche. In aller Bescheidenheit, wir werden ein Meisterwerk schaffen. Wie jedes Mal. Das ist der Autor, Edmond Rostand, ein Genie. Wie jedes Mal. Sagen Sie mir, dass alles gut wird. Es wird alles gut. Umarmen Sie mich. Wer jetzt? Vorhang auf für Cyrano ist eine Vergnügungsreise in das hippe, klassische Theater. Mit all seinen köstlichen Macken und Pointen. Und was passiert dann? Das weiß ich nicht. Und Roxane, was wird aus ihr? Das weiß ich nicht. Sie atmet. Die ist zäh. 4,5 Pönis für eine herrliche Ode an das prächtige Theater im niveauvollen Amüsement-Kino. Weiterhin laufen in dieser Woche neu im Kino an Head Full of Honey von Till Schweiger. Das US-Remake seines Erfolgsfilms Honig im Kopf wurde A. der Presse vorab nicht gezeigt und B. neulich im Dezember von der US-Filmkritik hochkant zerrissen. Die Goldfische, weiterer misslungen konstruierter deutscher Komödienversuch, um langweilige Abenteuer, die Menschen mit Behinderung ausüben. Dieser neue Film mit Tom Schilling an der Rampe patzt arg und ist viel zu dünn und dumm für die große Kinoleinwand. Ein Halmpöni. Of Fathers and Sons, die Kinder des Kalifats, aufwühlende Dokumentation um das Innenleben von islamischen Kriegern im Norden von Syrien. Packend, informativ, erschreckend in dieser Authentizität. 4 Pönis. Iron Sky, The Coming Race, ganz schlechtes Schlechtkino um Mondnazis, Adolf Hitler, Dinosaurier und weitere Bekloppte. Der Trash ist endgültig zum totalen Müll verkommen. Ein 0,5 Pöni. Ausführliche Textkritiken sowohl zu diesen wie auch zu über 4.500 weiteren Filmen stehen auf meiner Webseite www.pönack.de und dort befinden sich auch Infos zu meinem wöchentlichen Blog sowie zu meinem Podcast Pönis Kinowoche. Bis dann!